Ich bin wieder der Lieblingsgegner. Sie sind es. Muss nachladen. Ich nicht. Und los geht's. Aber eigentlich sind diese Typen voll schlecht. Siehst du, ich habe einen unsichtbaren Typen gerade gesniped. Und dann interagieren wir mal. Das ist wahrscheinlich so eine Art MP. Oh, da gibt's ein Schild da hinten, das ist so ziemlich geil. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen nehmen. Oh, das ist jetzt cool. Jetzt geht's ab. Verpixelter Zugriff Erfolg. Decepticons, schnell jetzt! Wir müssen diese Kanonen erreichen! Das sind wahrscheinlich irgendwie überall wieder Autobots. Nein, sind sie nicht. Da ist Omega Supreme! Aufgepasst! Scheiße. Es geht ja nicht schneller. Das ist ein Kack hier. Vorsicht! Mehr Minen! Also das muss ich sagen, ist jetzt cool. Schlechtes. Wir schaffen es nicht. Du wirst die anderen. Du beißt dich jetzt dadurch. So. Schneller fahren könnte. Wir haben es geschafft! Ich fasse es nicht! Wir haben es geschafft! Ja, Breakdown! Dein ständiges Geheule hat uns durchgebracht! Megatron, der zweite Lastenaufzug ist in der Nähe. Er führt uns direkt zu den Ionengeschützen. Perfekt! Wir fahren nach oben und Omega Supreme wird uns folgen. Zu seiner Vernichtung! Ob das klappt? Ja.
getarnte Autobots! Zerstört sie! Schießt auf alles, was sich bewegt! Wieso ist der Nullstrahl wirklich besser? Gleich mal zwei. Wie einfach nur ich die Arbeit mache. Vorwärts zum Aufzug! Ideale Hilfe für einen gerechten Kampf. Oh ja, so. Ruhiger Aufzug, wenn jetzt noch Musik kommen würde. Megatron, ich empfange zahlreiche Decepticon- und Autobot-Signale. Ein paar Dutzend Meter über uns. Wir nähern uns dem Kampf auf der Oberfläche. Starscream, Statusbericht. Die Autobots machen einen Gegenangriff. Rückzug! Decepticons, zurückziehen! Ignoriert diesen Befehl. Decepticons, hier spricht Megatron. Jeder, der vor dieser Schlacht flieht, wird zum Abschuss freigegeben. Sofort angreifen! Zum Abschuss. Angreifen? Aber Megatron! Vor allem du, Starscream. Ich befehle dir, den Angriff fortzusetzen. Megatron, Ende! Oh ja. Wir haben die Ionengeschütze erreicht. Jetzt kann Omega Supreme kommen. Zielt auf die Sieger! Holt diese Decepticons vom Himmel! Sieht aus, als würden die Autobots die Kanonen noch benutzen, Megatron. Unsere Sieger werden zerstückelt. Schießt auf die Autobots und übernehmt diese Kanonen! Scheiß 30 FPS, mein Gott. Komm, geh doch mal down. Komm schon. Nein, Strahl.
das Breakdown das Teil jetzt? Anders laufen, das sage ich euch. Beschädigen. Apropos Omega Supreme. Genau wie ich es geplant hatte. Decepticons, bemannt die Geschütze und blast diesen alten Koloss vom Himmel. Das wird jetzt cool. Wieder erfasst. Angriff beginnt. Decepticons zur Zerstörung bereit machen. Alles kaputt. Tja, mit den Sachen funktioniert nicht gerne. Nicht ganz so, wie man sich hier vorstellt. Megaton, meiner Analyse zufolge reicht die Feuerkraft dieser Geschütze aus, um Omega Supreme zu beschädigen. Apropos Omega Supreme! Genau wie ich es geplant hatte. Decepticons, bemannt die Geschütze und blast diesen alten Koloss vom Himmel! Ziele wieder erfasst. Beginnt. Decepticons zur Zerstörung bereit machen. Raketen in Deckung! Sehr gering. Oh Gott. Was ist das für Entwickler? Zu viel.
Nicht nur sehr gering, die sind so gering. Ziel wieder erfasst. Waffen, Angriff. Aber jetzt schnell wieder in das Sentry. Ich weiß es nicht. Weiter feuern, Decepticons. Die Geschütze schwächen Omega Supremes Verteidigung. Decepticons. Omega Supreme setzt Aerial Bots ein. Schießt sie ab! Ich kann mir gar nicht sehen. Omega Supreme nähert sich. So. Und damit haben wir das Kapitel 4 abgeschlossen. Sorry, ich war wirklich nicht sehr gesprächig, aber das Kapitel war schwer und es ist Abend. Das werde ich auf jeden Fall nächsten Part besser machen. In dem Part davor habe ich auch so viel geredet. Heute irgendwie, ja, Morgenschule. Ihr kennt das. Außer ihr seid aus dem Kindergarten oder älter. Was ich bezweifle. So, als nächstes der letzte Wächter, das ist einfach ein Kapitel, was aus dem Bosskampf besteht. Wie spät haben wir es? Okay. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Und ciao.